Mit diesen versteckten Teams-Funktionen optimierst du deinen persönlichen Arbeitsalltag und erleichterst dir die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen. Viel Spaß damit und los geht's! Tipp Nummer 1: Standardreaktionen anpassen. Die Reaktionen sind ja eine super Möglichkeit, um schnell und einfach auf Nachrichten zu antworten. Und jeder hat seine eigenen Lieblings-Emojis. Und wenn ich die einmal anpassen möchte, dann klicken wir hier auf das 5. Symbol Weitere Reaktionen und dann auf das Symbol neben der Suchleiste hier. Und hier können wir eben einzelne Emojis austauschen und eben unsere Standardreaktionen anpassen. Tipp Nummer 2: Kanal allgemein verstecken oder umbenennen. Der Kanal allgemein wurde ja bisher standardmäßig für jedes Team angelegt und bisher musste man damit leben und jetzt kann man ihn neuerdings auch über die drei Punkte hier entweder umbenennen oder auch ausblenden. Tipp Nummer 3: Inaktive Kanäle nicht automatisch ausblenden. Persönlich nervt es mich etwas, dass Teams Kanäle, in denen ich nicht aktiv bin, automatisch ausblendet und das kann man auch deaktivieren und zwar über die drei Punkte, dann Einstellungen und jetzt gleich hier im Bereich Allgemein ganz nach unten scrollen und hier kann man diese Funktion inaktive Kanäle ausblenden auch deaktivieren. Tipp Nummer 4: Gruppieren mit Tags. Mit der Funktion Add-Erwähnung kann ich in Teams standardmäßig bestimmte Personen, Kanäle oder Teams direkt ansprechen. Ich kann aber auch individuelle Personenkreise festlegen und ihnen ein eigenes Tag zuweisen und das geht auf der Teamebene über die drei Punkte und dort kann ich eben hier die Tags verwalten. Und wenn ich jetzt hier neue Gruppen, neue Tags erstelle, dann kann ich die auch für die Funktion Add-Erwähnung benutzen. Tipp Nummer 5: Abstimmungen durchführen. Wenn wir in einem Kanal oder Chat eine schnelle Abstimmung erstellen wollen, dann geht das, indem wir hier auf Neuen Beitrag starten klicken und jetzt über das Plus gibt es hier eine App und zwar nennt sich die Polls. Und wenn wir die auswählen, können wir hier eine Umfrage erstellen und in unserem Kanal hier veröffentlichen. Tipp Nummer 6: Nachricht später senden. Du hast im Teams Chat eine Nachricht vorbereitet, möchtest sie aber erst später absenden. Auch das ist kein Problem. Dazu einfach einen Rechtsklick auf den Senden-Button und dann kannst du die Nachricht für später planen, Datum und Uhrzeit. Das macht Sinn bei Geburtstagen oder wenn du auch einfach nur Rücksicht auf die Arbeitszeit deiner Kollegen nehmen möchtest. Tipp Nummer 7: Aufgaben zuweisen mit Loop-Komponenten. Eine Loop-Komponente können wir einfügen über dieses Symbol hier. Da gibt es jetzt dann verschiedene Typen. Wir wählen hier die Aufgabenliste und über diese Loop-Komponente Aufgabenliste können wir jetzt Aufgaben definieren, auch an Personen zuweisen, auch mit Fälligkeitsdatum und das Besondere oder der große Vorteil, diese Aufgaben landen dann auch bei den entsprechenden Personen in Microsoft To-Do. Tipp Nummer 8: Aufgaben aus Teams Nachrichten erstellen. Eine Aufgabe können wir nicht nur in einer Loop-Komponente erstellen, sondern genauso auch aus einer Teams-Nachricht und das geht über die drei Punkte und dann Planner-Aufgabe erstellen und hier können wir jetzt eben auswählen, ob wir eine private Aufgabe erstellen wollen, die in unserer privaten Aufgabenliste erscheint oder ob wir einen Planner-Plan auswählen wollen und dann eben eine Aufgabe in dem Planner-Board erstellen wollen. Tipp Nummer 9: Teams Nachrichten weiterleiten. Wir können übrigens genauso wie im Kanal auch im 1:1 Chat aus Nachrichten Aufgaben erstellen. Und was hier eben auch noch geht, ist die Funktion weiterleiten. Und damit können wir wie bei einer E-Mail eben diese Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Tipp Nummer 10: Nachrichten durchsuchen mit Steuerung plus F. Wenn wir in Teams suchen, können wir für die ganz allgemeine Suche das Suchfeld ganz oben verwenden. Wenn wir allerdings in einem konkreten Chat oder in einem konkreten Kanal suchen wollen, dann geht es auch mit Steuerung plus F. Dann wird eben nur dieser Kanal, in dem wir uns gerade befinden, durchsucht.
Tipp Nummer 11, /Kommandos. Wenn wir in der Suchzeile einen Slash eingeben, das ist so ein Schrägstrich, dann bekommen wir eine Übersicht, was es alles für Schnellbefehle gibt. Und wir können diese Schnellbefehle direkt mit der Maus hier auswählen. Diese Slash-Kommandos, die funktionieren auch im Chat- bzw. Beitragsfenster. Tipp Nummer 12, Ordner hervorheben. Ich befinde mich hier in den Dateien und wenn wir einen Ordner hervorheben wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist hier über die Ordnerfarbe, das ist relativ neu, die Funktion. Da können wir die Farbe wechseln. Und die zweite Möglichkeit ist über die Funktion oben anheften. Dann können wir es auch noch etwas prominenter hier ganz oben darstellen. Tipp Nummer 13, Loop Besprechungsnotizen hinzufügen. Wir befinden uns hier in einem Termin und eine Funktion, die leider viel zu selten genutzt wird, sind die Loop-Funktionen für Besprechungen. Wenn wir hier mal ganz nach unten scrollen, gibt es hier die Möglichkeit, eine Agenda hinzuzufügen. Und wenn wir darauf klicken, dann wird uns hier eine Loop-Komponente eingefügt und die ist gegliedert in Agenda, Besprechungsnotizen und Folgeaufgaben. Das Thema haben wir uns ja gerade schon angeschaut, wie wir über Loop-Komponenten Aufgaben verteilen können. Das ist aus meiner Sicht sehr praktisch für Meetings. Und wenn du da mehr Wissen haben möchtest, wie du diese Loop-Komponenten nutzen kannst in Besprechungen, dann empfehle ich dir unser eigenes Video, Besprechungsprotokoll 2.0. Tipp Nummer 14, eigene OneNote-Notizbücher anlegen. Wir haben in den Teams-Kanälen zwar eine Registerkarte OneNote, allerdings sind wir hier etwas eingeschränkt. Wir können hier nur Seiten innerhalb eines Abschnitts anlegen. Wenn wir alle Funktionen haben wollen, inklusive eigener Abschnitte, dann können wir das auch. Dann müssen wir in den Dateien uns ein eigenes Notizbuch für diesen Kanal einfach anlegen. Tipp Nummer 15, Unterhaltungen zu OneNote-Seiten. Also wenn wir OneNote hier in Teams geöffnet haben, dann gibt es rechts oben einen Button Unterhaltung und dieser Button, den gibt es wirklich nur exklusiv in Teams und sonst nirgendwo anders. Und wenn wir hier darauf klicken, dann können wir eben eine Unterhaltung starten, einen Chat starten, genau zu dieser OneNote-Seite. Und diese Unterhaltung finden wir später auch wieder im Bereich Beiträge und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Übrigens, wenn du OneNote optimal in Teams integrieren möchtest, gibt es ein paar Dinge zu beachten und dazu empfehle ich dir unser Video OneNote optimal in Teams integrieren. Jetzt wünsche ich dir aber eine gute Woche, bis zum nächsten Video. Ciao.